ja, lebendes Pflanzenmaterial als Co-Designer in den Prozess von Gebäuden oder Landschaftsarrangements einzusetzen. Und aus dieser Perspektive wird er ein kritisches Licht auf den Ökodienstleistungsansatz werfen. Und anschließend wird Michi Knecht ausloten, wie ein Denken in Begriffen von Naturenkulturen dazu inspirieren kann, über die Grenzen dieses Ansatzes auch weiter noch hinauszugehen. Michi Knecht ist Anthropologin und Professorin an der Universität Bremen, wo sie das Nature Culture Lab leitet, das sich mit den hybriden Verwicklungen von Kultur und Natur beschäftigt. In ihren eigenen Arbeiten hat sie solche Fragestellungen vor allem im Bereich der Medizin und der biologischen Reproduktionstechnologien erforscht. Darüber hinaus ist sie aber auch Autorin ethnologischer Arbeiten zur Stadt. Ein ganz neues Buch zum Thema, der Sammelband Naturenkulturen, den sie mit herausgegeben hat, der wird wohl jeden Moment beim Transkriptverlag erscheinen oder ist er vielleicht sogar schon, ich weiß es nicht, ich habe nur gesehen die Ankündigung im Internet. Ja, ich selbst bin Jens Lachmund, ich bin Soziologe an der Universität in Maastricht. Und die Organisatoren haben mich mit der Moderation dieser Session betraut und mich auch gebeten, die Session mit einem kurzen Vortrag einzuleiten. Okay, dann lassen Sie mich mit konkreten Beispielen beginnen. In einigen schwedischen Städten wären die Bewohner bereit, monatlich 360 Kronen zu zahlen, wenn sie dafür einen Park in Wohnnähe zur Verfügung hätten. In Modesto in den USA reduzieren die Stadtwälder den Oberflächenabfluss um 300.000 Kubikmeter, was einem Wert von $600.000 entspricht. In Chicago haben Baumpflanzungen das Stadtklima so sehr verbessert, dass sich die jährlichen Energiekosten für Klimaanlagen pro Wohneinheit bis zu $90 verringert haben. All dies kann man als Ökodienstleistung oder Ecosystem Services bezeichnen. Das heißt, wie es in einer oft zitierten Definition heißt, als Zitat, den Nutzen, den menschliche Bevölkerungen direkt oder indirekt von Ökosystemfunktionen beziehen. Zitat Ende. Gewöhnlich werden hierbei vier verschiedene Kategorien von Ökosystemdienstleistungen unterschieden: Versorgungsleistungen, Regulierungsleistungen, Lebensräume und unterstützende Leistungen sowie kulturelle Leistungen. Was man auch noch nennen kann, sind natürlich die Ökosystem-Disservices. Wir hatten da kurz drüber gehört, also gewisse störende Einflüsse, Pflanzen, die Allergien und Heuschnupfen hervorrufen und ähnliches. Während dieser Ansatz zunächst vor allem im Bereich globaler ökologischer Bestandsaufnahmen wie dem Millennium Ecosystem Assessment Verwendung fand, wird er zunehmend auch zur Beurteilung und Entscheidungsfindung, aber selbst auch zum technischen Management in der städtischen Grün- und Umweltpolitik propagiert oder auch eingesetzt. Es ist nun keineswegs revolutionär, dass Nützlichkeitserwägungen als Argument für grünpolitische Maßnahmen mobilisiert werden. Parks, Stadtbäume und Stadtwälder wurden schon immer als probate Mittel der Luftreinhaltung, der Verschönerung des Stadtbildes und der Bereitstellung von Erholungsräumen angesehen. Dennoch geht der Diskurs über Ökosystemdienstleistungen in wichtigen Punkten über den der klassischen Grünplanung hinaus. Lassen Sie mich daher kurz vier Aspekte skizzieren, die mir für die Einschätzung dieses neuen Bewertungsinstruments besonders wichtig erscheinen. Ein erster und der meistdiskutierte Aspekt betrifft diesem Bewertungsinstrument zugrunde liegende Begründungslogik. Das Bestreben, den Nutzen der Natur zu messen und möglichst in Preisen auszudrücken, zielt darauf ab, Naturschutz und Umweltbelangen in Kosten-Nutzen-Erwägungen ein stärkeres Gewicht zu geben. Ecosystem-Service-Bewertungen reagieren damit auf die Kritik von Umweltökonomen, die bereits seit den 70er Jahren beklagt haben, dass die konventionelle marktgebundene Preisbildung sowie Kosten-Nutzen-Analysen dazu tendieren, Umweltauswirkungen wirtschaftlicher Produktivität einfach als Externalitäten auszublenden. Und das wird so, durch Verpreislichung soll es dann wieder hineingeholt werden in die Logik des Marktes.
Es bestehen jedoch Zweifel, ob die Sichtbarmachung und Verpreislichung von Ökosystem-Services tatsächlich ein robustes Mittel zur Verstärkung ökologischer Belange in politischen Entscheidungsprozessen sein kann. Wenn Ökosystemdienstleistungen und konkurrierende ökonomische Nutzen nämlich prinzipiell auf gleichem Niveau verhandelt werden, also man kann sagen im Sinne einer Weak Sustainability, dann ist es keineswegs auszuschließen, dass die Rechnung auch in vielen Fällen zulasten des Ersteren ausfallen kann. Wenn etwa ein Argument ist, man braucht ein Schutzwassergebiet, ein Flachwassergebiet wegen der Filterfunktion, und wenn irgendwann eine Technologie erfunden wird, die das Wasser besser filtert, ist dann das Gebiet natürlich auch in Frage gestellt. Kritiker dieses Ansatzes haben auch davor gewarnt, dass diese einer Kommerzialisierung und Finanzialisierung die Tore öffnen könnte, mit der Folge, dass das Schicksal der Umwelt und unserer Umweltbeziehungen von selbstreferenziellen Spekulationsdynamiken abhängen würde. So ernst solche Argumente auch genommen werden müssen, ist es aber eine offene Frage, welche politischen Effekte dieses Bewertungsinstrument letztlich hat. Diese lassen sich keineswegs umstandslos aus einer irgendwie intrinsischen Logik dieses Ansatzes ableiten, sondern hängen maßgeblich davon ab, wie dieser Ansatz in lokalen institutionellen Konstellationen artikuliert und angeeignet wird. Das ist eine Frage, die natürlich nur empirisch zu klären ist. Zweiter Punkt. Ein Merkmal dieses Bewertungsinstruments besteht in der Ausrichtung auf Ökosysteme bzw. deren Komponenten als die Objekte der Bewertung. Schon 1973 entwickelte Paul Duvigneau am Beispiel Brüssels ein erstes Modell der Stadt als Ökosystem. Ganz im Sinne des an der Kybernetik und dem Thema der biologischen Produktivität orientierten International Biological Programs fokussierte er dabei auf die Stoff- und Energieströme der Stadt. Auch wenn dieser Stadt heute in den Stoffstromanalysen der industriellen Ökologie fortlebt, erwies es sich als überaus schwierig, diesen für die planerische Praxis fruchtbar zu machen. In dieser Hinsicht erfolgreicher waren die Arbeiten der Gruppe um Herbert Zukop in Berlin. Die Stadt wurde hierbei nicht als einheitliches Ökosystem beschrieben, sondern als Mosaik durch die jeweils dominierende menschliche Landnutzung differenzierter Lebensräume oder Biotope. Ein ganz anderer Ansatz wurde schließlich in den 90er Jahren in der sogenannten Baltimore-Studie entwickelt. Hier erscheint die Stadt als ein Gefüge hydrologisch bestimmter sogenannter Patches, die jeweils selbst als Ökosysteme beschrieben werden und deren dynamischen, nichtlinearen Wechselbeziehungen das Forschungsinteresse gilt. Bei allen Unterschieden ist es eine Gemeinsamkeit all dieser stadtökologischen Modelle, dass sie den Menschen als prägenden Faktor oder bei Duvigneau sogar als integralen Bestandteil in die Betrachtung des Ökosystems einschließen. In dieser Hinsicht besteht jedoch eine Spannung zum Konzept der Ecosystem Services, da dieses ja gerade auf einer konzeptuellen Gegenüberstellung des Ökosystems als Produzenten der Dienstleistung und des Menschen als dessen Nutznießer beruht. Zudem stellt sich hier die Frage, ob es nicht auch sozial relevante Affordances von Stadtnatur gibt, etwa solche, die mit dem Landschaftsbild zusammenhängen, wie man klassisch sagt, die sich gar nicht vollständig mit den harten Parametern der Ökosystemforschung erfassen lassen und die damit bei der Bewertung systematisch ausgeblendet werden. Meine dritte Bemerkung betrifft die Weise, in der die menschliche Bevölkerung als kollektives Nutznießersubjekt von Ökosystemdienstleistungen konstruiert wird. In dieser Hinsicht ist der Zugriff des Ecosystem-Service-Ansatzes ein zutiefst anthropozentrischer. So technisch sein Vokabular auch ist, bewegt sich dieser Ansatz damit notwendig immer auch auf dem Gebiet des ontologischen und normativen Ordnens sozialer Verhältnisse. So handelt es sich um eine kulturelle Normalisierung existierender Technologie, wenn etwa die Filterfunktion des Straßenbegleitgrüns zur städtischen Luftreinhaltung herausgestellt wird, wo man doch stattdessen auch über alternative Verkehrssysteme nachdenken könnte.
Wie Henrik Ernstson mit Recht bemängelt hat, machen Ökosystemdienstleistungsbewertungen bisher auch nicht hinreichend sichtbar, welche spezifischen Gruppen denn tatsächlich von diesen Dienstleistungen profitieren und tragen dadurch indirekt zur Unsichtbarkeit sozialer und umweltlicher Ungerechtigkeiten bei. Darüber hinaus perpetuieren Ökosystemdienstleistungsabschätzungen auch normative Definitionen des legitimen Gebrauchs der als Ökosysteme konfigurierten Räume. Wenn etwa die Dienstleistung eines Parks beurteilt wird, so geht es dabei zwar um dessen Erholungs- oder Freizeitnutzung, aber kaum um die Bedeutung, die derselbe Raum auch als Schlafplatz für Obdachlose oder als Treffpunkt jugendlicher Migrantengruppen hat. Im Zweifel wird die Anwesenheit solcher Gruppen sogar als ein Negativfaktor in die Ökosystemdienstleistungsbewertung hineingerechnet, da sie die Aufenthaltsqualität für den als legitim anerkannten Nutzer reduziert. Der vierte und letzte Aspekt, den ich hier ansprechen möchte, betrifft die Arbeit der Formalisierung und mathematischen Modellierung, die das Herzstück jeder elaborierten Ökosystemdienstleistungsabschätzung bildet. Wenn die Rede von Ökosystemdienstleistungen sich nicht auf eine allgemeine Sensibilisierung für den Wert grüner Infrastruktur beschränkt, dann materialisiert sie sich in formalisierten Repräsentationen dieser Dienstleistungen als Indikatoren, Modelle und schließlich Preise. Solche Repräsentationsformen stehen am Ende langer Übersetzungskaskaden, in denen Befunde feldökologischer Geländebeobachtung mit anderen Daten wie Marktbeobachtungen und Stakeholderpräferenzen aggregiert, verschnitten und in standardisierte Formate überführt werden. Wissenssoziologische Untersuchungen zu Klassifikationen und Standards haben gezeigt, dass solche Prozesse unvermeidlich durch kontextgebundene Darstellungskonventionen und Aushandlungsprozesse geprägt sind. Dem steht gegenüber, dass die Resultate von Ökosystemsbewertungen dem Downstream-Nutzer, seien das professionelle Planer oder engagierte Bürger, jedoch als dekontextualisierte Beschreibungen objektiv gegebener Verhältnisse entgegentreten. Die Befürchtung ist daher nicht unbegründet, dass sich der Raum politischer Auseinandersetzungen damit auf das Abwägen von Ökosystemdienstleistungen gegenüber anderen Zielen reduzieren könnte und die fundamentalere gesellschaftspolitische Frage, was wir überhaupt als städtische Natur wertschätzen und wie wir mit dieser leben wollen und uns als Teil dieser vielleicht sogar verhalten wollen, dethematisiert werden könnte. Ob nun die Beteiligung von Stakeholdern einer solchen technokratischen Engführung des Bewertungsprozesses entgegenwirken kann, hängt wesentlich davon ab, ob dieser auch den Kernbereich der Wertkalkulation betrifft, wie offen dieser organisiert wird, was es letztlich bedeutet, zu einem Stakeholder gemacht zu werden und welche Aktorposition damit zusammenhängt und ob auch uneingeladene Interventionen kreativ in diesen Prozess aufgenommen werden können. Wie wir nun im Folgenden diskutieren wollen, gibt es auch Möglichkeiten, über diesen Ansatz hinauszugehen, die teilweise durchaus Grundintentionen und Absichten dieses Ansatzes mitnehmen, aber auch mit neuen theoretischen Vokabularen arbeiten und damit allgemeine Register auch für die praktische Bewertung und die Erforschung von gesellschaftlichen Naturverhältnissen oder wie immer man das dann diskursiv rekonfiguriert in diesen Ansätzen herstellen kann. Ich möchte dann das Wort an Ferdinand Ludwig übergeben, der den ersten dieser Ansätze vorstellen wird.